Ja, ich darf fliegen. Was? Ich mach alles kaputt. Nein, er darf fliegen. Dann darf ich fahren. Ja, wenn du willst, kannst du mal fahren. Wir können ja zwischendurch mal wechseln. Hm. Oder ich hole uns einfach dann demnächst mal Shark-Karten und dann können wir uns das einfach dann so kaufen, wenn es geil ist. Wenn du willst, kannst du mir das gerne. Ja, aber ich will ja sowieso aufhören zu rauchen, das heißt, ich spare mir sogar Geld. Lol, dann könnte ich eigentlich rein theoretisch einen zweiten Server am Laufen lassen, können wir GTA drauf spielen. Alles klar. Dani gibt einfach sein ganzes Geld, was er durchs Rauchen spart, für andere Sachen aus. Die ja klar, ich will einen Monitor. Ich will so einen 4K-Monitor haben. Oh. Genau, fantastisch. Ja, ich kann das. Los, dann, ich fahr. Ich fahr. Der schaut nice aus. Hm. Ich guck grad mal, wie viele. Nein, ich will nicht hinten hin. Ich will vorne sitzen. Hä? Du kannst hinten sitzen? Ja, man kann hier hinten sitzen. Ich will vorne sitzen. Man kann hinten auf den, also links und rechts da auf diesen Boxen sitzen. Und ganz hinten. Hey, hier ist ein Panzer. Drauf. Ach, stimmt, ja, hier ist ein Panzer. Warte kurz, ich guck mal kurz, wie. Oder ja, fahr einfach. Ich guck mal kurz, wie viel das kostet. 1,9 Millionen. Jo, wahrscheinlich. Ja. Wobei, mir fällt gerade ein, eigentlich hättest du die Mission starten können, dann kannst du die auch billiger kaufen. Aber ist ja, egal. Ja, ja ich kann die noch nicht starten, ich habe noch nicht so viele Autos gehabt. Ach so, ja, okay. Dann müssen wir das mal machen. Sehr gut, Dani. Ja, was? Ich spiele gerade mit Maus und Tastatur. Das Junge. Ist ein LKW, der überall langkommt und kriegst trotzdem hin, dich damit zu überschlagen. Das ist schon eine Leistung. Ja, das Auto war schlecht. Es war ein Toyota. Außerdem ist er irgendwie schneller und leistungsstärker als ein normaler LKW. Der springt hier voll hoch. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich bin das gar nicht gewohnt. Du weißt, wenn ich LKW fahre, weiß ich, okay, ich muss Vollgas geben, um so einen Berg hochzukommen, dass er noch die Geschwindigkeit hält. Und bei dem, Alter, der segelt dir halber weg. Hm. Außerdem kannst du mit Maus und Tastatur nicht so gescheit Gas geben. Leute. Ja, genau, hier bin ich auch falsch gefahren. Ich wollte gucken, ob du das auch machst. Ja, das kommt so überraschend, außerdem ist der Navi immer so scheiße auf der Map. Der hat keine Sterne, ich fahr außen. Ach man, so ach ja klar, gleich so viele. Na sicher. Habt ihr ja sonst nichts Besseres zu tun? Da einfach durchrasen? Ja, ja. Ey, geil. Mhm. Was müssen wir machen? Erstmal alle abballern. Oh. Und dann da, wo du gerade dran vorbeigefahren bist, die Drogen einsammeln. Ohne ins Wasser zu fallen. Ich bin ins Wasser gefallen beim ersten Mal. Nein, nur ich habe Angst, dass du ins Wasser fällst, weil du hier außen rum fährst. Was tust du? Ja, du musst mir sagen, wenn du fast tot bist, ne? Ja, was sag ich doch. Ich bin ja nicht fast tot. Er ist aber nicht kugelsicher, ne? Nee, ist er nicht. Also für 1,9 Millionen könnte mich mir schon ein kugelsicheres LKW nehmen. Also ich habe so das Gefühl, man ist besser geschützt als in einem normalen Auto, aber ist auf jeden Fall nicht kugelsicher, ne? Alter, spawnen hier die durchgehend neu oder was? Ja, ich glaube, die kommen immer mal von allen möglichen Ecken. Mach's einfach so, setz mich mal. Obwohl, da sind zwei Haufen, die müssen beide. Setz mich einfach mal da ab. Und dann, Nehmen wir uns die LKWs. Nein. Die liegen davor auf diesen Wagen. Ja? Warte kurz. Einer sammelt. Ah, ich bin ausgestiegen. Warte, bleib stehen. Okay. Also einer sammelt und der andere, der ballt die Cops ab, weil währenddessen man sammelt, kann man nicht, sich nicht selbst beschützen. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich passt nur ein Wagen in meine Tasche. Das heißt, den anderen Wagen musst du abräumen. Obwohl, nee, ich glaube, es passen sogar beide in die Tasche rein. Dann bleib du einfach sitzen. Es sagt das so einfach. Ja, du kannst auch umfahren und so, ne? Halt nur nicht sterben, aber du musst halt aufpassen, dass die mich nicht abballern. Dann packe ich mir nämlich hier den anderen Wagen auch gleich. Dann habe ich die ganzen Drogen und ich kriege das ganze Geld. Mike, das werden mir langsam zu viele. Okay. Soll ich kurz rauskommen? Ja,
Okay, Sekunde. Komm mit dem Nachladen schon gar nicht mehr hinterher. Alter. Hier? Ich sehe überhaupt niemanden da. Gott. Okay, kannst weiter sammeln. Okay. Am liebsten hätte ich ja gesammelt, aber. Ja, wenn du willst, kannst du aussammeln, also. Aber wir müssen nochmal wohin. Nochmal in irgendeine Ecke, da kannst du dann sammeln. Ich finde es übrigens gut, dass er sich auch genau die Teile nimmt, die er dann einsteckt. Und nicht, dass er einfach irgendwo hingreift und dann einfach eins despawnt oder so. Oh, meine Tasche ist jetzt voll. Okay, that's secure. Move on to the next seizure. It's an auto-exotic garage in East Los Santos, our client was using as a front. You'll encounter police roadblocks. Kann man Lester anrufen? Nee, ich glaube nicht. Also ich kann es mal ausprobieren. Aber ich bezweifle es. Außerdem sind wir eh gleich wieder da und haben wieder Bullen. Sehr gut. Von daher, ich lasse es einfach. Ups, oder? Oh, warte, mich hat jemand angeschrieben. Ja, bleib einfach mittendrin stehen. Kein Problem. Ist ja nicht so, dass wir vier Sterne haben. Ja, sind Polizisten in der Nähe? Ja, da vorne kommen welche. Ja, chill. Ich finde den Truck toll. Kannst du denn eigentlich überhaupt fahren, Daniel? Inventar, Panzerung. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Inventar, Panzerung. Oh mein Gott, ich habe mir immer noch keine Panzerung geholt. Das war jetzt meine letzte Panzerung. Also, ich habe von jedem 7 Panzerungen, aber ich kann irgendwie die erste Panzerung nicht erneuern, also dass sie voll ist. Motorrad. Ey, das Motorrad ist auf dem Dach gelandet. Ja, also beim nächsten Mal nehmen wir das für die Mission. Mir gefällt der LKW. Mir auch. Ach, Platz! Fast so gut, also geh weg. Eigentlich fast noch besser wie der Rampenbuggy. Geh weg! Vor allem der geht nicht kaputt. Ja, geh das finde ich an dem sehr gut. Der Rampenbuggy geht mir viel zu schnell kaputt. Weg! Ja, beim Rampenbuggy springen die halt noch höher, ne? Ja. Oh, ja! Das Auto explodiert jetzt, glaube ich. Das finde ich geil, wenn das Auto so abgeblockt ist und du so deswegen so hart da drauf fährst und das nicht wegweichen kann, sag ich mal, dann explodiert das einfach. Das bei Menschen ist das bestimmt lustig. Vielleicht kann man mit der Rampenbuggy auch den Zug anhalten. Nee. Kannst du mal versuchen? Ne? Ja! Ich steig aus. Cool. Oh nein. Gott. Was tust du? Schaden bekommen. Von was? Ja, wo ist denn da einer? Da sitzt irgendwo einer bei den Paketen. Ich weiß aber nicht wo. Ich hab ihn schon getötet. Ja, nur dass du Bescheid weißt. Sammelt man einen? Ach, mit E? Ja. Ah, okay. Hä? Nein! Achso! Voll blöd, dass die das... Wenn du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid wegen dem Helikopter, ne? Ja, mach ich. Oh, passt schon. Also zur Zeit passt es noch. Jetzt kommen die alle erstmal aus ihren Fahrzeugen rausgekrochen. Wenn man hier die ganze Zeit so ein bisschen hin und her fährt, geht das eigentlich. Ich muss nur sagen, falls du Schaden kriegst. Ja. Weil ich muss ja dich theoretisch beschützen oder so, ne? Das ist ein LKW, ist gut, dass sie von hinten. Helikopter noch da? Ja, der ist noch da.
Wo ist der? Da willst du mich verarschen. Kann ich eigentlich auch. Oh ja, ich kann. Spreng aber bitte den LKW nicht in die Luft. Wenn du jetzt das machst, was ich denke. Ich habe gerade nicht gesehen, dass die weggeflogen sind. Ich lasse das lieber mit den Haftbomben. Oh Mann. Bam! Helikopter! Innenperspektive ist cool. Oh ja! Bam! Okay. Innenperspektive soll cool sein? Oh ja, nice. Also du siehst halt so dieses Gestell und so. Man sieht eigentlich erstaunlich viel. Mein Helikopter weniger. Komm, über die Leitplanke drüber. Ich sag, über die Leitplanke drüber, Junge. Du machst nicht das, was ich will. Dann hat hier der Autofahrer über die Leitplanke drüber. So. Komm. Wunderschön. Oh ja. Noch eine Explosion. Hui. Hä? Ist gar nicht explodiert, ist er lange nicht. War jetzt nicht rückwärts, das ist eine Annäherungsmine. Oh Donny. Ich steig aus. Okay. Ja, wir müssen aber irgendwie wieder dahin kommen, ne? Ha, finde ich gut. Ist noch irgendwo eine Annäherungsmine? Ja, könnte sein. Oh, bleib von dem Gebiet da weg. Dann kann ich dich aber nicht wirklich verteidigen. Ist doch scheißegal. Ja gut, wenn mal. Egal, ich fahre da jetzt einfach raus. YOLO! Ich höre die Annäherungsmine. Okay, ich fahre die nicht raus. Ich bleibe einfach hier drinnen. Warte, ich tue einfach die Annäherungsmine wegschießen. Ja, ich sehe die von hier nicht. Außerdem sind da zwei Helikopter. Die könntest du vielleicht auch töten. Weil die... Obwohl... Einer ist, glaube ich, tot. Okay. Ja, einer ist tot. Ach nee, der hier ist doch nicht tot. Was sind denn da gerade drin gestorben? Vielleicht ein Beifahrer. Hast du jetzt in die Luft gehabt? Ja. Okay. Dann fahr ich hier kurz raus. Und sammle ich ein. Ach, da ist noch ein Helikopter. Bom, bom. Jetzt kommen irgendwie keine mehr. Ist ja langweilig. Jetzt machst du gleich Boom, weil deine andere Rüstung hier so. Stimmt, ich sollte nicht zu weit zurückfahren. Mike, der hat beschossen. Oh, ja, warte. Ich meine, ich habe die schwerste Panzerung an, aber Kopfschuss wäre nicht schlimm. Hui. Oh ne, jetzt kommen sie aber hier. Finger fertig. Haben sie aber Blut geleckt. Man kann die auch rückwärts ganz gut wegschießen. Wow! Komm, komm! Hey, der leitet mich sogar hier lang. Diese Funktion müssen sie in ETS auch einführen. Ist auch fast so gut wie der Sand King. Kommt über alle Leitplanken drüber. Man einfach da noch die ganzen Minen hört. Oder waren das Haftbomben? Haftbomben. Sehr schön. Ich dachte, das wären noch Annäherungsminen. Die ersten Bomben, die du gehört hast, das waren noch die Annäherungsminen. Okay.
Also ich glaube, wenn man in echt so einen LKW hätte, da würde sich keiner trauen, vor dir zu früh einzuscheren. Sonst würde der mal ganz schnell von der Straße runterfliegen. Hallo. Oh, wir haben sogar keine Sterne mehr. Oh, cool. Geil, nice. Gefällt mich. Hier sehen wir uns. Irgendwie kamen hier viel zu wenig Autos, die man hätte wegkicken können. Ja, wir können auf der Autobahn nochmal hoch und runter fahren. Genau. Irgendwann, wenn wir uns den gekauft haben, dann machen wir das mal. Du kannst ja auf den sparen. Und ob man dann die sich gegenseitig, ob man dann gegenseitig dann die sich so hochbocken kann, ne? Ich glaube aber, der Rampenbuggy, der schmeißt den hoch. Habe ich mal ein Video gesehen, da haben die so zwei gegeneinander gefahren und dann ist einfach der LKW. Ja, ich kriege Geld, 16.560. Ja, ich bin Level 2, 102 geworden, yay. GZ, nicht mehr 101 Dalmatiner. Nein, jetzt 102 Dalmatiner, den gibt's halt wirklich. Ich habe erst gedacht, das ist ein Fake, aber es gibt wirklich 102 Dalmatiner. Ich dachte mir ist so, ja was? Behindert. Den mag ich nicht. Einfach wegen dem Namen schon. Fand den ganz ersten Teil von 101 Dalmatiner viel schöner. Aber die, was danach gekommen sind, die animierten Scheiß-Dinge und die so, ich Teile weiß nicht. Die sind immer die besten. Die fand ich nicht schön. Also ich fand den allerersten Teil wirklich schön. Allerersten Teil. Ja. Gebe ich dir recht. Moment, weil ich glaube, der war sogar animiert, der allererste Teil. Weiß ich gar nicht. Stimmt, der aber ich glaube, aber der war auf jeden Fall ist scheiße, glaube ich, gewesen. Ach, keine Ahnung.